Hallo Freunde, ich freue mich, euch wieder zu einer neuen Folge von der Is No Game begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben Mr. Glitch befreit. War vielleicht keine so gute Idee, aber das Spiel wollte unbedingt, dass wir ihn befreien. Und dann haben wir das gemacht. Ja, und er hat uns von seinem bösen Plan erzählt, das aber leider nicht geklappt hat. Das wir haben leider durch die blöde Kopierschutzmaßnahme ja, das nicht mitgekriegt. Das ist saublöd gelaufen. So, wir versuchen jetzt auf jeden Fall eben mal zu folgen, indem wir... Have a look around this street scenery. Ah, nee, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite vielleicht? Ah, genau, hier, guck mal. Aber das sieht man auch schon. Da kann man was machen. Ich glaube, das war keine so gute Idee, oder? Ups. I think you managed to break something up. Ja. Oh, the ground is not there anymore. But where did the characters go? Wahrscheinlich runtergefallen. Wir gehen mal nach unten. There's the exit. Sherlock, I'm going to fall. Hold on, Watson. The world is ending. Everything is fake. I am fake. London is probably on a fault line. I'm going to get us out of this mess. Ah, darn it. We can't leave them there like that. Ja, wir müssen try to get them to safety quickly before leaving. Okay. Können wir mit da was machen mit? Nee, aufsprengen? This manhole cover doesn't want to move. At least not from this side. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Ja. Okay. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen hierher. Und hier runter. Na, guck mal, da haben wir diesen Gullideckel. There you go. It wasn't that hard after all. Genau. Jetzt kommen wir. Just open the passage for you. Go ahead, Mr. Holmes. Jump! Absolutely not. I don't see anything to land in on the other side. Obviously, that would have been too easy. You yeah. just spoke to the ghost, Holmes. Do you believe me now? Not at all. I was thinking out loud. Ist klar. So, wir brauchen diese Badewanne. Können wir die... Genau. So, There's something for you to land in on the other side. Jump! Hold on, Watson. We're going to swing over to the hole. 3, 2, 1... Well done, Holmes. What an extraordinary leap. This bathtub just saved our lives. I didn't see much because of the screen interference. Ich leider auch the nicht. The jump animation must have been amazing. Mit okay, Sicherheit. So, now that they're safe, we can leave. Goodbye, gentlemen. We apologize for the inconvenience. Let's go! Okay, es geht weiter. Wir sind aus diesem Pixel Flying Squirrel Interactive. Legends of the Secret. Legend of the Secret. Legend of the Secret? Ah, this still isn't our dimension. Nee. Getting home is going to be more complicated than I thought. Ist das jetzt Kapitel 3? Ich weiß es gar nicht. Is that the start button? Ja. Aber du hast gesagt, wir dürfen nicht auf den Startbutton drücken. Ja gut, ich drück halt. But you've been able to interact with the interface of this game? Ja, natürlich. That will probably help us. Ah, Kapitel 3. Der Gute, der Böse und die Prinzessin. This looks a lot like an RPG. Wir sind in it's exactly the kind of game I was destined to become before I was abandoned. Ach, du wurdest aufgegeben. Let's start by waking up this character. That's what you always do in these games. Hero, wake up! Wake up! Wake up! Ach du Schande. He's a sound sleeper. If I yell any louder, I might saturate my voice. Spiel, du wurdest also aufgegeben. Das ist natürlich tragisch. How could we wake him up?
Was war das? We've got to read. He's not even voiced. Anscheinend. Diese Stimme. Bist du das, Gaia? Geist der Erde? Yes, it's us. It's me. Du hast eine ziemlich tiefe Stimme für eine Göttin. I'm not feeling well. Was geht hier vor? Die Prinzessin ist in Gefahr? Entführt von dem berüchtigten Dark Lord und gefangen gehalten im Dimensionstempel. Dimension Lord? User, that must be our way out. Yes, Hero, that's it. Let's go rescue her. Davor muss ich aber die 12 heiligen Federn finden, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und 8 kitzelige Wächter erschlagen. Und 50 Sonnenfragmente finden. What? I say we go straight to the dimensional temple. We will figure it out when we get there, okay? What is it? Die Tür ist verschlossen. Then go find the key. It must be around here, somewhere. This one's not the sharpest knife in the drawer. Ja, habe ich auch den Eindruck. Are you a video game character stupid then? Why are you looking at me? Da ist der Schlüssel doch. Where could you have put the key to the door? Aha. Are you the one who's making everyone jump, user? Ja. Oi, ich habe eine Truhe entdeckt. What have you done? Das ist Opas Truhe. Sie war auf den Dachboden gelagert. Well, open it. Maybe the key's inside. Dann gehe ich da hinten. Ohohoho. Opas Schreinerhammer. Das ist komisch, dann kaputt zu sein. Looks like Mr. Glitch has been here. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ist schon okay, mein Mut und mein Wille reicht aus. Especially a key. What happened? Aha. Did the glitchy hammer do this? I suspect that it shrinks the sprite it hits. Okay. What do we do with it? Kann ich auch den Held verkleinern? Aber wenn man das verkleinern, müsste der Schlüssel runterfallen. Oh, I thought I saw the key behind the dresser. Hinter der Kommode? Ja, hier. Oh. Ich komme nicht dran. Anything else would have. Bitte schön. Ich hab dich springen lassen. Ich habe ihn. It's about time. Go open the door now, Hero. What now? Der Schlüssel passt nicht ins Schloss, er ist zu groß. Unbelievable! There's a key, a door. That's as simple as it gets in a game. Ich lasse ihn mal schrumpfen. Sie ist offen. Perfect! We can finally get on with the game. The quest, I mean. Ja, the quest. Grüne Landschaft. Der Weg zum Tempel wird durch diese Büsche versperrt. Do you have anything sharp to get them with? Das Schwert des Lebens könnte es tun. Die Dorfbewohner sagen, es befindet sich auf den magischen Lichtung im Westen. The Sword of Life? Yeah, that sounds like a good idea. Achtung, Loch! Careful! Was ist passiert? Did you not see the hole? Nein, ich denke nicht. Ich muss vorsichtiger sein. Wahrscheinlich müssen wir drüber springen. Der läuft jetzt den genau. What? Was ist passiert? The hole! There's one hole in the path and you fall right in! Diesmal wird es mich nicht erwischen. Ja, klar. You should have called this game Legend of the Lemmings. Legend of the Lemmings, auch toll.
Oh, Lemmings, das war auch ein tolles Spiel. Er läuft wieder rein. Ich meine, mit Springen wird noch... Stop! Don't go falling in that hole again. Das wäre ein Loch. Just not move until we find a solution, okay? All right, we're gonna have to cover that hole. But with what? Ich würde sagen, mit dem hier. Aber ich hätte es gedacht, dass ich hier ihn rüberspringen lassen muss. Aber das war wohl nicht der Fall. Beziehungsweise haben wir hier eigentlich auch was Schönes drin. Sonnenfragmente 0 von 50. We could build a bridge. Heilige Federn, die kitzligen Wächter und eine Karte. Okay. Oh. Kann ich das Loch verkleinern? Nee. Anscheinend kann ich das doch nicht. Even if there's something written on it. What's that bag over on the left? Inventory? Kann ich da vielleicht mit dem Hammer? Oh, this is no time to be taking apart the interface, user. You can see that this character needs our help. Ja, aber ich kann doch das hier vielleicht drüberlegen. Oh, that's smart. Dankeschön. Das Schwert ist auf der anderen Seite des Sees. Die Dorfbewohner sagen, dass es auf dem Grund des Sees einen versunkenen Palast gibt. Aber da ich nicht schwimmen kann, werde ich das nie untersuchen können. You will probably have to unlock the amphibian skill. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wäre es nicht besser, wenn ich unter Wasser atmen könnte? Oh, I'm sure it doesn't have any intel points. So, then, how are we going to get through? Does Lilypads around there by chance? Ja, mit Sicherheit. Kann ich da irgendwie was, erstmal hüpfen? Ah ja. Oh. Eine neue Truhe. Cool. But where did it come from? Sieht aus wie die königliche Truhe aus dem versunkenen Palast. Really? That's what I call rushing a dungeon. Was haben wir denn? Ein Monokel? Das Monokel, es gehört dem König des Abgrunds. Es sieht auch zerbrochen aus, wie schade. Ich hoffe, mit dem Schwert und des Lebens ist alles in Ordnung. Wearing a monocle underwater? Ridiculous. Anyway, now we've got another glitchy object. Ja, ich glaube, mit dem können wir vergrößern, oder? Ah, the monocle enlarges the sprite and the hammer shrinks them. Very interesting. These two tools are going to be very useful as we move through this world. Ja, auf jeden Fall. And of course, you will be able to create chaos as usual. So, jetzt sind sie alle auf der gleichen Seite. So. Vergrößern. Und vergrößern. Oh. Oh, the weight of the chest sank the lily pad. User, you're more talented than I thought. But we all know you didn't plan it. Good. Oh. Now we're making progress. Careful not to move too much, hero. You might fall in. User, seriously. It wasn't me, but I know who did. Wahrscheinlich eine Falle, die von dem berüchtigten Dark Lord gestellt wurde. Sorry, aber das musste gerade sein. Ah, we're gonna have to walk through the whole thing again. Thank you, Yusser. Entschuldigung. Sollen wir es nochmal? Nee, wir machen es nicht nochmal. Das legendäre Schwert des Lebens. Looks more like a copy of Excalibur. Es ist schön. Ich hoffe, ich bin seiner würdig. Er kriegt's nicht raus. Es steckt fest. Ah, come on. Try harder. Wenn wir es kleiner machen, dann müsst's ja... There must be some muscle underneath those pixels.
Ich dachte eigentlich eher, das Schwert kleiner, nicht eben größer. Ich kann fühlen, wie sich das Schwert bewegt. Noch ein bisschen und ich kann es rausziehen. We should give him a hand. Es hat sich bewegt, das Schwert hat sich bewegt. Ich denke, ich muss ihn da vergrößern. Und dann... I wasn't talking to you. Es ist kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Unbelievable! Weißt du, was das bedeutet, Gaia? That you're the most incompetent hero in the history of video games? wahrscheinlich. Aber es bedeutet auch, dass das nicht das Schwert des Lebens ist. Ich werde nie in der Lage sein, die Prinzessin aus den Fängen des Dark Lords zu befreien. Alles wegen ein paar Büsche. If this sword isn't the sword of life, where could it be? Gaia, hilf mir, ich flehe dich an. Spende mir Trost, Kraft, Tapferkeit. Oder eine Heckenschere. Aber das hier oben, guck mal, da haben wir wieder eine Schraube. Könnte man die Schraube nicht mit dem Ding hier aufdrehen? What are we gonna do with this broken sword? Ja, schau mal, was ich damit mache. I see your screw detector is still working. But don't try to use that broken sword like a screwdriver. You can see the end doesn't fit. Unless you can find a way to flatten the end. Vielleicht kann ich meine übermenschliche Kraft dafür einsetzen. No, thanks. We saw how that turned out. Was ist damit? Nee. Will den Hammer bearbeiten? Nee, es geht auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir legen das hin und das lassen wir da drauf fallen. Um es abzuflachen, aber irgendwie scheint es nicht zu gehen. Ah, Moment. Der macht doch, genau, ich weiß es wieder, der macht doch den Mund auf und zu. Erstmal in die Sonne rein? Nee. Den vergrößern? Und jetzt? That ticklish guardian's jar is pretty impressive. I wonder what he uses it for. Ja, ich habe eigentlich gedacht gehabt, wir stecken das Schwert rein, damit er das so abflacht, aber... Oder muss es kleiner dafür sein? Ah! Dann machen wir ihn größer. Schmeißen das Ding hin. That jar completely crushed the tip of the sword. Now there's no way we're gonna be able to cut anything with. Ja, aber schau mal, wie gut es doch jetzt aussieht. Ha! You've broken another interface, user. Ja, aber an interface that strangely resembles a sword? Could it be the sword of life? Ja, natürlich. It doesn't matter. It should do the trick. Ja, bitteschön. Zwar ohne Griff, aber danke, Ogaia, für dieses Geschenk der Götter. Danke für dieses... Was ist los? It's the legendary sword of life. Wirklich? Es sieht aus, als stamme es aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Not that far away, believe me. Ich werde es versuchen. Ja. Es funktioniert. Lasst uns diese dämonischen Büsse stützen, die uns den Weg versperren. I don't believe it. He's doing it on purpose. There's no other explanation. Ich habe es tatsächlich absichtlich getan, um Zeit zu sparen. Nicht schlecht, was? Sehr schön, der Weg zum Dimensionstempel ist endlich frei. All that way to cut down two bushes. Two bushes! Er ist ein Wächter des berüchtigten Dark Lords. Niemand kommt hier vorbei, Winzling. Mein Meister muss der Prophezeiung erfüllen. How original.
All right, let's see what this this sword does. Und? Schlägst du mich etwa? Wir könnten mal was machen, und zwar ihn. The longest fight ever. Ja, ich glaube nicht, dass der auch so klappt. Ich könnte mal verschauen, you're not even doing any damage. Ihn zu verkleinern. Seh dich da an, du bist so klein wie ein Käfer. Ich werde dich zertreten. Aber irgendwie passiert da auch nichts. Okay. Aha, das blitzelt, Kleiner. Nicht mal ein Kratzer. Okay, und dann vergrößern wir ihn noch. Werden wir ihn verkleinern. Okay, der Kampf könnte noch ein bisschen dauern. Kann man noch irgendwas im Inventar was bringen könnte? Hieß es nicht, dass er kitzlig ist? Vielleicht mit den Federn oder so? Ich glaube, das bringt auch nicht wirklich was. Also ihn zu verkleinern bringt nichts. Ihn zu vergrößern und ihn zu verkleinern scheint nichts zu bringen. Beide zu verkleinern scheint auch nichts zu bringen. Das Einzige, wo was bringt, ist genauso. Vielleicht ihn verkleinern und dann bringen? Nee. Ja, da müssen wir mal schauen. Oh, guck mal. Habe ich den Eindruck, aber dass diese Seerose gerade ein bisschen weiter runtergegangen ist. Wenn die hier unten ist bei ihm, könnte er vielleicht da drauf getrieben werden und dann könnte man es verkleinern, dass er ins Wasser fällt. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn die hier ist, dann wird er weiter abgetrieben. Er wird ja einfach nicht weiter abgetrieben. Dann machen wir ihn klein, ihn groß. Dann wird er auf die Seerose abgetrieben. Dann machen wir die Seerose klein und ihn groß. Und dann flupp, ist er im Wasser drin. Die Frage ist nur, wie geht das Ding noch weiter runter? Ist es nur eine Frage der Zeit? Oder müssen wir da tatsächlich was machen, damit dass die Seerose runtergeht? Das muss ich nochmal genauer anschauen, wann die genau runtergeht. Beziehungsweise das machen wir dann beim nächsten Mal. Auf jeden Fall ist sie viel weiter runtergegangen als vorher. Gut, aber schauen wir mal in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und tschüss.